Grüß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Im letzten Teil bin ich ja dabei stehen geblieben, hier irgendwie die Schaufel zu finden, habe sie aber nicht gefunden. Naja, gut, dann werde ich wohl nochmal suchen müssen hier. Vielleicht lässt sie sich ja trotzdem irgendwie finden. Achso, da haben wir sie. Juhu! Tada! Hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. Tja, und da haben wir sie gefunden. Und mal gucken, ob damit denn jetzt schon was passiert. Wir spielen sie erstmal. Komischerweise ist damit noch nichts passiert. Aber das können wir abändern. Und zwar. Ach ja, hier hatte ich ja schon gesagt, das sieht in der Schattenwelt aus wie ein Pfeil. Naja, da gucken wir einfach mal. Aber nicht jetzt. Ich möchte nämlich erstmal ins Dorf. Denn da gibt es nämlich auch noch was Schönes zu entdecken. Wir können uns nämlich die Reise ganz stark vereinfachen, indem wir nämlich ins Dorf gehen. Mal gucken, ob das jetzt wirklich so war. Okay, da krache ich einfach gegen. Ja, natürlich. Ja. Und dann laufe ich dahin und er sieht mich nicht mehr. Verrückte Logik, aber sei nicht weiter schlimm. Na gut, so ist es nun mal. Wieder unnötigerweise Herzen verloren. Sei es drum, wir gehen jetzt hier zum Dorf. Also in der Mitte, da hatten wir noch was Schönes. Nämlich, da hatten wir doch hier... Ach ja, ich glaube, ich musste mich jetzt einfach hier hinstellen. Und die Flöte spielen, um dann... Gucken wir doch mal. Das klingt eigentlich ganz gut, oder? Ah doch, es tut sich was. Genau! Wir haben jetzt hier nämlich einen Vogel. Ja, ich habe einen Vogel. Das kann man wirklich sehr mehrdeutig verstehen. Und mit ihm haben wir jetzt aber ein paar Vorteile. Also ich spiele jetzt mal die Flöte. Dann könnt ihr nämlich sehen, ich habe jetzt hier die Auswahl zwischen bestimmten Orten, zwischen denen ich hin und her fliegen kann. Na, wenn das mal nicht irgendwas Besonderes ist, hat auf jeden Fall was für sich, muss man dazu sagen. Ich muss auf jeden Fall... Ah, ich bleibe einfach hier. Den Ort hatte ich eigentlich gar nicht ausgewählt. Na gut, was soll's. Ich werde wieder zurück nach Kakariko gehen. Hier, die drei. Die wollte ich gerne haben. Und dann bin ich auch schon wieder zurück, um jetzt wieder in die Schattenwelt zurückkehren zu können. Ich glaube, die Schaufel, die habe ich auch behalten. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ist halt die Frage, haben die Entwickler da schon eine Anspielung auf A Link to the Past gemacht? Quatsch. Ocarina of Time? Das ist halt so die Frage, also... Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Wissen tut man es wahrscheinlich nicht. Naja, wie dem auch sei, wir werden jetzt hier erstmal wieder in die Welt zurückkehren. Und zwar so. Also was doch hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach so. Dadurch hat sich das jetzt nämlich auch verändert hier. Naja gut. Sei es drum. Hier konnte man, glaube ich, auch schon was entdecken. Ach ja, Moment, der Kreis, der hatte irgendwas zu sagen. Aber Moment, ich muss dafür erstmal den Spiegel überhaupt ausrüsten und ja, ich verdufte dann mal. Da ist eine Bombe. Ja, gut, man kann aber trotzdem noch weglaufen, das ist das Schöne daran. Ja, genau, hier war ein Herzteil. Also der Pfeil, der gibt einen sozusagen einen indirekten Hinweis darauf. Obwohl, ja, wenn man es wirklich als Pfeil erkennt, gestaltpsychologisch kann man das ja, dann kann man durchaus darauf kommen. Das ist halt schön, dass sie hier mit diesen Differenzen immer so schön spielen. Nun gut, sei es drum, wir haben jetzt wieder volle Energie, ein Herzteil gefunden. Und was machen wir denn als nächstes? Das ist halt die Frage. Ich... gucke mal, ob ich denn zum Dorf gelange. Denn wenn ich dorthin gelange, könnte ich ein weiteres Herzteil holen.
zwar noch nicht zum eigentlichen Dungeon hin, aber das ist ja auch egal. Wir halten einfach mal Ausschau, wie weit wir denn überhaupt kommen. Wir gucken auch mal, was es hier jetzt auf der Seite gibt. Ja, einfach nur leere Felder. Ach, Moment, Moment. Das wohl zufälligste Herzteil überhaupt. Ja. Willkommen. So viel wie du nur kannst. Alles, was du findest, gehört dir. 80 Rubine und es kann losgehen. Ja, ich versuche es. Ja, das ist jetzt halt wirklich fies, denn das Herzteil kann hier sonst wo sein. Rubine. 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 Noch mehr Rubine. Also das ist jetzt wirklich der größte Zufall, den es hier überhaupt geben kann. Na komm. Rubine, noch mehr Rubine, wieder Rubine. Ach so, da oben ist die Zeit angezeigt. Ja, das war's. Die Zeit ist vorbei. Ja, sehr schön. So, schau mal wieder vorbei. Mach's gut. Ja, sehr schön. Das ist halt wirklich sehr random. Na gut, wir gucken einfach mal wieder. Random Spaß, ja, das ist halt immer so eine Sache für sich. Naja, also es kann losgehen, ja. Ja, ich grabe. Also irgendwo muss es ja mal erscheinen. Jetzt hatten wir mal Glück mit den Funden. Nicht mit den Pfunden. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und es kann wirklich überall sein, das ist ja das Schlimme. Wir müssen halt einfach hier zufällig irgendwo graben. Weil es halt wirklich in jedem Teil versteckt sein kann. Und das ist halt irgendwo ein kleines bisschen nervig. Das war's mit der Zeit. Ja, ja. Schön. Das ist halt wirklich ein unfaires Spiel. Weil es wirklich sehr, sehr zufällig ist. Ich weiß nicht, ob es da wirklich noch einen Trick gibt, aber es scheint ja nicht so. Ja, ich probiere das jetzt noch ein paar Mal. Vielleicht habe ich ja Erfolg. Man muss es einfach mal ausprobiert haben. Ich werde einfach mal hier wild links irgendwas durchsuchen. Zumindest irgendwann muss man ja mal das Glück haben. Eigentlich immer, wenn man dieselben Felder durchsucht, müsste es ja eigentlich irgendwann soweit sein. Weil wenn ich jetzt blind links irgendwelche anderen Felder durchsuche, hat es ja eigentlich keinen Sinn. Link, du sollst hier mal hinmachen. Danke. Naja, wieder kein Herzteil. Ja, das war's auch schon wieder mit der Zeit. Also dieses Herzteil können wir bekommen, aber tja, es ist halt so eine Sache für sich, das hier echt zu bekommen. Aber ich will's halt haben. Zufällig wäre es ja wirklich gewesen, du gehst rein und im ersten ist es gleich oder so. Das wäre ja wirklich witzig gewesen. Er stand einfach im Weg, der hat mir jetzt Zeit gestohlen. Das ist ja fies. Alles, was ich finde, darf ich behalten. Ja, das ist sehr schön. Ich will aber das Herzteil finden und behalten dürfen. Magie, die brauche ich dann nicht. Ich brauche das Herzteil. So, dann mal hier schnell graben. Und das schnell beseitigen. 4, 3, 2, 1. Ja, das war's dann nämlich auch schon wieder. Also, das kann ja noch ein ganzes Weilchen so weitergehen. Naja, wir probieren es einfach. Wir finden ja irgendwo noch Rubine. Von daher kann mir das gerade, na, egal sein. Ich werde es halt ein paar Mal ausprobieren. Naja, es kann losgehen. Ja, ich grabe. Naja, ich weiß, wie man gräbt. Falsche Taste. Dann sammeln wir mal ganz schnell ein, bevor es verschwindet. Denn was wir finden, das wollen wir auch schon behalten. So. Einfach mal hier irgendwo lang graben. Ja, das einzig zuverlässige System ist echt nur da zu graben, wo man immer gräbt. Ja, und das war's jetzt nämlich auch schon wieder. Das war's. Tja. Aber ich habe natürlich einige Rubine gefunden. Das ist der Vorteil daran,
dass man das etwas länger, also dass man das etwas in die Länge strecken kann von der Anzahl der Versuchen her. Von der Anzahl der Versuche her. Ja, ich grabe. Ja, dann wollen wir mal los, ja. Nichts, nichts, nichts. Wir haben einen Rubin. Sehr schön. Aber wer den Rubin nicht ehrt, ist des größeren Rubins nicht wert. Also dieses Zufallsgehabe ist aber schon stressig. Das muss man dazu sagen. Einfach graben. Graben, graben, noch mehr graben. Komm, jeder Rubin ist... Ja, super, das war's mit der Zeit kurz vorm Ende. Oh, Jesus Maria, ist das genial. Yes, ich habe das Herzteil, was ich haben wollte, auch gefunden. Yippie-yay. Sehr schön. Also, das Herzteil konnten wir uns schon besorgen. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal in das Häuslein hier rein, ob es da irgendwas Schönes zu entdecken gibt. Was kann man hier machen? Na, mein Junge, probier doch mal deine Schießkünste an meinen Schießstand aus. 5 Schüsse kosten 20 Rubine, es winken ein paar extra Rubine. Nein, keine Lust. Gut, kleiner Freund, dann kommst du gleich den Weg verschwinden, den du hergekommen bist. Mach's gut. Ja. So sieht's aus. Na gut. Ich glaubte ja, dass man diesen Stein hochheben kann. Nee. Diese kann man noch nicht hochheben. Deswegen kommt man da wohl auch noch nicht hin. Oder so. Naja, zumindest haben wir jetzt das Herzteil. So sieht das auf jeden Fall mal aus. Wir haben die Flöte. Die Schaufel hatten wir ja. Da haben wir bereits schon was geholt. Also werden wir mal schnell hier hindurch stürmen. Hat uns ja nur knapp 200 Rubine gekostet, das Herzteil, aber egal. Wir können's ja. Das ist auf jeden Fall der zweite Palast. Ach so, da können wir noch nicht lang. Genau, wir können noch nicht in das Dorf. Das ist ja die Sache da dran. Wir können da noch nicht hin. Und deswegen... Ach so, ich muss zu diesem Hylia-See oder so. Da muss ich ja irgendwie auch noch lang, wenn ich mich recht erinnere. Und was war's noch? Ich bin mir halt noch nicht sicher. Ja doch, bei diesem ehemaligen Hylia-See, da kann ich auch noch was holen. Das weiß ich auf jeden Fall. Dessen bin ich mir wirklich bewusst. Warum ist das Aufnahmeprogramm jetzt in den Hintergrund gegangen? Naja, ist egal. Es nimmt ja noch auf. So, und ihn können wir ja schon... Och, das interessiert dir nicht. Ja, hast mal Magie im Rücken bekommen. Macht ja nichts weiter. Und hier bin ich auch geschickt ausgewichen. Hier war ja, wie gesagt, unser Haus. Aber... Wie viele hat er mir jetzt... Der hat mir jetzt 3 abgezogen. Prost, Mahlzeit. Der zieht da wirklich einiges ab. Da kennt der Gegner gar nichts. Wir müssen hier weiter nach rechts und in diesen See rein. Ja, nicht ganz... Doch, müssen wir. Wir müssen da rein. Auf jeden Fall. Und wenn ich da das Herzteil gefunden habe, können wir uns auf zum nächsten Dungeon begeben. Denn, also, wir brauchen noch einen Greifhaken, um dann weitergehen zu dürfen. Und die Handschuhe. Die kommen ja auch noch hinzu. Hier haben wir aber erstmal eine Hütte, die wir durchsuchen können. Mal gucken, was wir denn da drin finden. Wozu möchte ich hier bitte ein Schild kaufen? Wozu bitte? Ich habe doch einen viel besseren. Und ich verliere ja meinen gar nicht. Och! Ja, Schlob lässt grüßen oder was? Das ist ja schön. Also, in letzter Sekunde hatte ich aber noch das Herzteil aufnehmen können. Das fand ich sehr schön. Nee, hier war es noch nicht. Nee, das war ein Stück weiter oben. Ja, genau hier in diesem eingekreisten Gebiet. Nachdem ich erstmal brachial diese Starttaste hier drücken muss, kann ich hier aber nun in die andere Welt. Ja, so sieht es aus. Und da haben wir nämlich das Herzteil. Juhu! Wir haben es wieder um 1 erweitert. Und können jetzt zurück in die Welt. Wie sie mir gefällt. Wo komme ich jetzt aber raus, ist die Frage. Und was ist da hinten überhaupt? Und komme ich da überhaupt hin? Hier komme ich bei weitem noch nicht hin, denn da fehlt mir der Zugang. Da brauche ich diese Handschuhe. Da käme ich raus, weshalb wir erstmal nach unten schauen.
Also erstmal gen Osten. Ach ja, ich habe ja volle Energie. Da kann ich wieder mit den Magieblitzen hier um mich schlagen. Und hier in aller Ruhe weiterschwimmen. Hier gab es auch solche Dinger. Und die bösen Sora sind natürlich auch wieder vor Ort. Ja, wie soll man denn da bitte keinen Schaden nehmen können? Das könntet ihr mir auch mal erklären, liebe Entwickler. Nun gut. Dann machen wir uns mal hier weiter auf den Weg und gucken mal, was sich da in der Höhle befindet. Hier befindet sich erstmal ein Schädel, den wir schön werfen können. Kriege ich das Herzteil? Ja, bekomme ich. Und das sind die äquivalenten Viecher zum, naja, hier zum, zu diesen anderen, die da gespuckt haben. Das kann ich doch aufheben. Wieso geht denn das? Und was ist überhaupt hier drin? Ach komm, wir laufen mal durch. So, dafür haben wir Herzteile. Gibst du gefrorenen Gegnern den Rest mit dem Hammer, kannst du deine Zauberkraft auffrischen. Das ist gut zu wissen. Jetzt laufen wir wieder schön durch. Da braucht man eigentlich einen anderen Gegenstand. Es gibt dann zwei Varianten, mit welchen man dann da was erreichen kann. Um über die Stacheln zu kommen. Moment, hier haben wir eine Höhle. Gucken, was sich hier drin überhaupt richtig befindet. Hey Kumpel, kannst du ein Geheimnis wahren? Ich kann dir was erzählen, aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine. Gib's mir, es lohnt sich. Naja, wir kennen Zelda-Spiele. Danke Kumpel, wusstest du, dass in der Lichtwelt ein geheimer Dieb war? Einige meiner Kumpane haben sich versteckt, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Der eine war ein Meister im Schlösser öffnen, doch was versucht er zu vertuschen? Deshalb benimmt er sich wie ein Irrer und macht auf komischen Codes. Witzig, was? Ach, das ist der Hinweis, ja, ja. Das ist sozusagen der Ingame-Hinweis darauf, dass man da noch irgendwie, naja, wohl was finden kann. Und das sieht doch... Ah, ich höre das jetzt gar nicht, aber es sieht nicht mehr so brüchig aus, oder? Moment. Das kontrollieren wir. Ach doch. Dadurch, dass ich ja den Fernseher leiser stellen muss. Ach, hier haben wir wieder eine Fee. Das ist sehr schön. Ja gut, dann hat sie mir erstmal Erholung verschafft, nicht Verholung. Und da muss ich doch nochmal dahin. Weil diesen Stein konnte ich doch anheben. Der war da auch nicht minder dunkel. Der andere. Ja, dein Ausweichmanöver bringt dir hier auch herzlich wenig. Und jetzt wollen wir mal wieder hier entlang schwimmen. Und dann gucken wir doch nochmal zu dieser Stelle. Das Schwimmen ist allerdings sehr schwammig, muss man dazu sagen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier reingehe? Ja, ich lande dann wo? Ach, hier oben. Na, da gucken wir doch mal, ob sich hier noch was befindet. Nee, hier wohl nicht mehr. Ja gut, das ist jetzt auch egal. Ich werde jetzt doch nochmal zu dieser Stelle hingehen. Na komm her. Schwimmst du da jetzt rein? Danke. Gut, nachdem wir wieder hier angekommen sind und ich jetzt nach oben schwimme, um hier wieder rauszukommen, werde ich dann auch, wie gesagt, nochmal diesen Stein untersuchen, weil irgendwie konnte ich den ja anheben, den anderen nicht. Das ist ein bisschen komisch. Da ist irgendwas faul dran, denn sonst könnte ich dort im Dorf auch schon mal was holen. Ansonsten komme ich nicht sonderlich weit. Ach ja, da war noch so ein Gegner. Naja, egal. Wir haben das Masterschwert, wir können hier Magie verschießen. Was natürlich auch eine ganz, ganz feine Sache ist. Hier, wo einst eine Brücke stand, sie durch Magie verschwand. Ach nee, nicht hier, aber weiter oben. Und zwar noch ein bisschen weiter oben. Um genau zu sagen, hier. Kommt man jetzt nämlich nur mit anderen Mitteln weiter. Oh, das war knapp. Aber egal. Knappheit muss manchmal auch sein. Doch, man kann diese Steine anheben. Und diesen kann ich hier runterschlagen. Aber das bringt mir auch nichts. Hier komme ich nur mit einem Greifhaken rüber. Weil die Brücke ja zerstört ist. Aber machen wir uns nichts draus. Wir gehen jetzt hier wieder zur eigentlichen Route über. Wo ich ja lang wollte. Ach nein, ich wollte doch gar nicht hier lang. Ach,
Ich bin schon wieder zu weit nach Norden gegangen. Naja, Orientierung. Und das in einem solch kleinen Spiel. Selbst da kann man sich verirren. Das ist wirklich ein Ding. Ein verrücktes Ding sogar. Ja, hier mit eurem Wattestäbchen geht mal weg. Moment, jetzt muss ich mich beeilen. Muss ich die jedes Mal nach unten pümpeln hier? Ach komm hier. So, euch habe ich gehämmert. Oder wie auch immer. Und wie gesagt, dieser... Oh, das war cool, dass sie da einfach mal so schön drüber ist. Und es leuchtet bläulich, das Schwert. Habt ihr das auch schon bemerkt? Sicherlich, oder? Wahrscheinlich viel eher als ich, aber gut. Sei es drum, ist es auch nicht so schlimm. Dann schauen wir doch einfach mal wieder weiter. Munter und heiter. Überlisten hier die Gegner, indem wir einfach hier wieder vorbei rasen. Vorbei stiefeln sozusagen. Und dann schauen wir doch mal. Ach so, der Stein ist doch dunkler, so wie es aussieht. Genau, den kann Link nämlich noch nicht anheben. Alles klar. Der war doch dunkler. Na gut, sei es drum. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Dann begeben wir uns Richtung zweiten Dungeon. Der war ja hier ganz in der Nähe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die Karte zeigt, dass es da unten in diesem sumpfigen Gebiet sich befindet. Also machen wir das doch mal. So, hier schnell durchgestiefelt. Warum das jetzt so war, weiß ich zwar auch nicht, aber egal. Man muss nicht alles verstehen. Naja, und man muss auch nicht immer gegen den Baum rennen. Mal gucken, ob wir dann die Abkürzung da rechts nehmen können. Gucken wir doch mal. Obwohl, dieser Stein sieht auch so aus, als könnte er nicht angehoben werden. Doch, dieser schon. Naja, wie dem auch sei. Man muss nicht alles nachvollziehen können. Aber Fakt ist, wir mussten hier irgendwo auch noch hin. Ne, ich bin zu weit nördlich. Und da war auch noch was. Kann ich mich entsinnen. Moment, wir benutzen doch einfach mal den Spiegel. Ach ja, Moment. Da muss ich weiter nach oben. Richtig. Mir dämmert's. Irgendwas war dort. Aber erstmal, mir hämmert's, ja. Mir hämmert's auch. Und zwar, dass man hier lang kann. Und dann gucken wir doch mal, was sich hier Schönes befindet. Wie gesagt, Erkundungen gehören in Zelda dazu, wie das Amen in der Kirche. Aber was bringt mir das jetzt hier? Ach, okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, denn dann habe ich hier nämlich einen direkten Zugang in die Schattenwelt. Das ist sehr schön. Ja doch, das ist wirklich richtig gut. Dann kann ich hier erstmal wieder mit dem Hammer agieren. War hier nicht noch irgendwas? Nee, hier nicht. Naja gut, die Gegnerscharen, die sich hier um mich scharen, die sollten mal lieber Abstand nehmen. Also... zu meinem Wohl. Ach so, der zweite Dungeon ist natürlich weiter unten, deswegen sollte ich mal weiter runter und nicht hier oben verweilen. Na komm, dir werde ich erstmal eins mit dem Master Schwert überbraten. Aber du lässt doch kein Herzteil zurück. Naja, was soll's. So schlimm ist das Ganze jetzt auch nicht und hier haben wir wohl direkten Zugang. Na komm. Ja, du lässt aber trotzdem auch kein Herzteil fallen. Naja, was soll's. Gucken wir doch mal hinein. Tatsächlich. Das scheint der zweite Dungeon schon zu sein. Ja, das ist er. Und der Part, der ist aber noch nicht so lang. Ach komm, ist egal. Auch wenn der Part mal etwas kürzer ist, hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Legend of Zelda, A Link to the Past. Also bis dahin, euer The Friendzine.